Ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfermarkt TV. Heute wollen wir über viele interessante Gerüchte und sogar zwei Spielerwechsel berichten. Und wir legen nichts wie los mit unserer Gerüchteküche. Und da geht es am Anfang um einen großen Namen im Zusammenhang mit dem FC Bayern. Denn Lüdi Spohr berichtet, dass der Rekordmeister Christian Eriksen im Winter verpflichten möchte. Der Däne ist ja vor knapp einem Jahr von Tottenham erst nach Mailand gegangen, steht da noch bis 2024 unter Vertrag, soll aber derzeit für 20 Millionen Euro, also genau die Summe, wie bei seinem letzten Wechsel zu haben sein. Wir sagen, das ist wohl eher Name-Dropping, da Bayern auf der Position ganz gut besetzt ist. Und um das nochmal zu untermauern, zeigen wir euch Bayerns zentrales Mittelfeld mit Kimmich, Roca, Martinez, Goretzka, Tolisso und auch Nachwuchsmann Musiala gibt es da durchaus Kandidaten, die diese Position gut ausfüllen können. Aber man muss ja auch festhalten, Thiago ist gegangen vor ein paar Monaten. Vielleicht haben die Verantwortlichen diese Lücke ja noch im Hinterkopf und wollen diese ausfüllen. Ihr seid natürlich gefragt, ob das eine gute Entscheidung wäre. Ja, und auf einer anderen Position zur festen Größe ist David Alaba geworden. Der ist ja eigentlich aus der Startformation der Bayern nicht mehr wegzudenken. Dann gab es aber am Sonntagabend die Aussage von Bayern-Präsident Herbert Hainer, dass das Angebot auf eine Vertragsverlängerung zurückgezogen wurde. Der Grund, man konnte sich nicht mit der Seite des Spielers einigen. Ja, und wir haben gestern in unserem Live-Video ausführlich darüber diskutiert. Gibt es vielleicht noch ein Hintertürchen oder ist damit der Abschied fix? Und vor allen Dingen, wohin soll es gehen? Die Liste der Interessenten, die ist ja schier unendlich lang. Es ist gefühlt jeder europäische Topclub natürlich an David Alaba interessiert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er im kommenden Sommer ablösefrei wäre. Auch hier interessiert uns ganz besonders eure Meinung. Wie würdet ihr mit der Situation weiter umgehen? Und was würdet ihr machen anstelle des FC Bayern? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare. Und bei uns in der Gerüchteküche haben wir noch viele weitere Namen fernab des deutschen Rekordmeisters. Zum Beispiel Peer Schurz, der ist gerade mal 20 Jahre jung. Der Innenverteidiger zählt zu den hoffnungsvollen Talenten in der Talentschmiede von Ajax. Und der Daily Mirror berichtet nun, dass der FC Liverpool interessiert sein soll. Da werden ja sowieso viele Innenverteidiger aktuell gehandelt. Natürlich als Reaktion auf die Ausfälle von Virgil van Dijk und zuletzt auch Fabinho. Der englische Boulevard steht nicht still, denn der Mirror berichtet, dass Isco der nächste Realstar sein könnte, der sich dem FC Everton und Trainer Carlo Ancelotti anschließt. Im Sommer, da war ja schon James Rodriguez den Weg von Real zu den Toffees gegangen. Real soll bereit sein, im Januar eine Leihe mit anschließender Kaufoption bei Isco zuzustimmen. Arkadiusz Milik steht wohl auch vor einer wichtigen Entscheidung. Es wird gerade mit seinem Arbeitgeber Neapel diskutiert, ob der Vertrag im Januar aufgelöst wird oder aber ein Deal mit Ablösesumme über den Tisch geht. Milik wollte ja im Sommer schon unbedingt wechseln. Ein 25 Millionen Euro Deal mit der Roma war aber geplatzt. Der Daily Express schreibt, dass der FC Arsenal das Top-Talent Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg verpflichten möchte. Und zwar binnen der nächsten 12 Monate. Der 20-Jährige hatte ja vor allen Dingen in der Champions League bisher auf sich aufmerksam gemacht. Und Arsenal hätte harte Konkurrenz im Werben um den jungen Ungarn. Denn Leipzig, Milan und auch Atletico sollen sehr interessiert sein. Die schwedische Zeitung Expressen schreibt, dass Arne Achmetosic auf dem Schirm beim FC Chelsea steht. Der 21-jährige Innenverteidiger kickt derweil bei Malmö FF. Frank Lampard soll ihn auf dem Zettel haben. Im Gespräch ist ein Deal über 8 Millionen Euro Ablöse. Eric Garcia, der spielt bei Manchester City, hat dort aber auch nur noch Vertrag bis zum kommenden Sommer. Und sein Jugendclub, der FC Barcelona, der baggert schon längere Zeit an ihm. Die spanische Tageszeitung Sport berichtet nun, dass Barca am Januar
gerne ein neues Angebot auf den Tisch legen möchte. Dann über 8 Millionen Euro und das, obwohl der FC Barcelona ja riesige Geldprobleme derzeit hat. The Athletic berichtet, dass das Thema Declan Rice beim FC Chelsea noch nicht vom Tisch sei. Ganz im Gegenteil, man plane offenbar, zwei Spieler des aktuellen Kaders zu verkaufen, um dann erneut ein Angebot für den defensiven Mittelfeldspieler von West Ham United vorzubereiten. Dieser Plan soll auch schon im vergangenen Sommer bestanden haben, da kam der Deal allerdings nicht zustande. Und auch im Fall Ozan Kabak von Schalke 04 gibt es ein bisschen Bewegung. In einem Interview mit der WAZ hat Sportchef Jochen Schneider gesagt, dass im vergangenen Sommer der AC Milan für den jungen Türken angeklopft hätte. Laut der Gazzetta dello Sport steht der Innenverteidiger auch weiterhin auf der Liste des Serie A-Tabellenführers. In unserem Fokus geht es wie gewohnt und wie gehabt um Rekorde und bemerkenswerte Zahlen. So haben wir beim FC Arsenal ein bisschen zurückblättern müssen, bis wir das letzte Mal auf einen Sieg im Old Trafford gestoßen sind. 2006 war es das letzte Mal. Nun also ist der Bann nach 14 Jahren gebrochen durch den Elfmeter. Zum 1:0 siegte Arsenal endlich mal wieder auswärts bei Manchester United. Sergio Ramos, der kommt auch häufiger vor bei uns in dieser Rubrik. Natürlich wegen einiger Rekorde. Diesmal geht es um ein Jubiläum. 500 Spiele absolvierte Sergio Ramos in La Liga. Wir sagen Gratulation zu diesem Jubiläum. Thomas Müller, der konnte am Wochenende seinen 260. Bundesliga-Sieg feiern gegen den 1. FC Köln. Das Besondere daran, er überholt eine absolute Bayern-Legende. Oliver Kahn heißt Thomas Müller, hat Historisches geschafft am Wochenende. Und dann haben wir auch noch einen kleinen Fun-Fact für euch, den wird Erling Haaland nicht so gerne hören. Der wurde ja am Wochenende geschont. Trotzdem, der BVB war siegreich und es scheint sich da ein Muster einzustellen. Denn Dortmund hat alle 8 Spiele gewonnen, in denen Erling Haaland nicht in der Startelf stand. Hoffentlich erreicht diese Info nicht Lucien Favre. Vereinstreue ist ein wichtiges Gut, das aber in unseren Zeiten immer weniger Bedeutung erfährt. Dementsprechend widmen wir unsere Statistik des Tages heute den Spielern mit den meisten Einsätzen für einen Verein weltweit. Yasuhito Endo hat 782 Partien für Gamba Osaka bestritten. Dann Francesco Totti, mittlerweile 44 Jahre alt, 785 Spiele für die Roma. In Italien gibt es ja diese Spieler, die wirklich nur für einen Verein auflaufen. Javi Zanetti, 858 Partien für Inter und Paolo Maldini, 901 Spiele für Milan. Aber unangefochten auf der 1 und auch ein wirklich prägender Spieler seiner Zeit, Ryan Giggs. 928 Partien zwischen 1991 und 2014 für Manchester United. Der Waliser führt diese Top 5 der vereinstreuen Spieler an. Zum Abschluss haben wir noch ein paar wichtige News für euch und man höre und staune, obwohl wir uns Anfang November befinden, haben wir sogar zwei Spielerwechsel für euch. Der erste, das ist ein Neuzugang von Manchester City, Filip Stevanovic. Der erste Wintertransfer der Citizens ist damit offiziell. Der 18-Jährige kommt von Partizan Belgrad und soll Berichten zufolge zwischen 6 und 8 Millionen Euro Ablöse kosten. Dann Geoffrey Kondogbia, der geht von Valencia zu Atletico, wechselt also für 15 Millionen Euro innerhalb von La Liga. Und das Besondere daran, den Madrilenen stand laut spanischem Ligastatut noch eine Ersatzverpflichtung außerhalb der Wechselperiode zu, da Thomas Partey die Colchoneros ja noch am Deadline Day in Richtung London verlassen hatte. Und wir sagen auch noch gute Besserung in Richtung Dante, der frühere Bundesliga-Profi, ja bei Wolfsburg, den Bayern und Gladbach aktiv, hat sich leider einen Kreuzbandriss zugezogen. Er spielt ja für die Südfranzosen von OGC Nizza und das Heikle daran, der Vertrag des 37-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus.
Das war's schon wieder von der aktuellen Ausgabe von Transfermarkt TV. Diskutiert gerne noch fleißig mit zu den Themen unserer Sendung. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und ein wichtiges Thema, das ist natürlich David Alaba. Über den haben wir auch gestern fleißig diskutiert. Deswegen könnt ihr hier nochmal klicken für unsere Live-Diskussion von gestern. Alaba, auch da ein gewichtiges Thema. Und da unten könnt ihr klicken für unsere Playlist Transfermarkt TV Highlights. Und wir sehen uns ganz bald hier auf dem Channel. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund.